Jo, ein weißes Blatt Papier. Das müssen wir jetzt mal mit Inhalt füllen. Grundlagen der Reisezugwagentechnik, Heizspannungen. Was gibt es da alles und warum gibt es das? Das soll Thema dieses kleinen Films sein. So, Jörg hat seinen Filzstift gepackt und schreibt jetzt erstmal auf, was wir so in Europa alles finden. Erstmal das Wichtigste. Das sind die 1000 Volt, 16, 2 Drittel Hertz. Wir schreiben das heute anders, aber ich bevorzuge die alte Variante. Das wäre einer der Heizspannungen. Wo finden wir die? Deutsche Bundesbahn, Schweizer Bundesbahn, Österreichische Bundesbahn. Jetzt müsste ich mal überlegen. Reicht. Okay, ich glaube, der Däne hat auch 1000 Volt. Ja. Kann man aber nachlesen. Muss ich jetzt nicht alles erzählen. Prima. Dann wäre alles einfach. Dann können wir uns auf diese Spannung einstellen. Und das Leben wäre einfach bei der Bahn. Aber es geht nicht. Weil da kommt schon einer unserer Nachbarn. Die NS, die holländischen Staatsbahnen. Also unsere Freunde mit den Kanälen. Die haben 1500 Volt Gleichspannung. Warum haben die das? Ja, die Jungs haben ein Riesenproblem. Die haben oben in der Fahrleitung 1500 Volt Gleichspannung. Ist nicht immer 1500 Volt, kommt immer darauf an, wo man da gerade mit der Lok steht. Können auch 1800 Volt sein, wo der Einspeisepunkt ist. Diese Fahrleitungen haben auch ein riesen Problem. Man muss hohe Leitungsquerschnitte haben, um überhaupt Ströme übertragen zu können über große Strecken. Teuer, sollte mal umgestellt werden, war noch teurer. Ja, ist bis heute leider so, 1500 Volt Gleichspannung. Und was der Holländer oben im Kopf hat, muss er unten in die Zusammenschiene packen. Geht nicht anders, weil Gleichspannung kann man nicht transformieren. Geht nicht. Heute könnte man das schon. Heute gibt es Wechselrichter dafür. Aber das ist traditionell so geblieben. 1500 Volt Gleichspannung. Und dann sagt der Belgier, kann ich noch besser. Ich habe 3000 Volt Gleichspannung. Und er hat genau das gleiche Problem. Der kann ich auch nicht transformieren. Also müssen wir auch mit den 3000 Volt leben. Wobei die 3000 Volt, merke auf, Geselle, bis auf 3750 Volt ansteigen dürfen. Das ist diese UIC, diese REC-Maximalspannung, die Einspeisung. Da kommen wir aber noch dazu. Da gibt es noch eine interessante Geschichte. Ja, 3750 Volt maximal. Auch wieder abhängig vom Einspeisepunkt. Wo steht die Lok? Wie ist der Einspeisepunkt? Und so weiter und so weiter. Dann haben wir noch den Franzosen. Der Franzose, der hat dann, um das Ganze noch zu würzen, nochmal 1500 Volt, allerdings Wechselspannung mit 50 Hertz. So, ist jetzt die Frequenz so wichtig? Bei den alten Heizungsbauarten nicht. Weil wir bei den alten Heizungsbauarten durch die Bank mit ohmschen Widerständen gearbeitet haben. Und ein ohmscher Widerstand, ein linearer Widerstand ohne Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom oder umgekehrt, den juckt es im Prinzip überhaupt nicht, ob da jetzt eine Gleichspannung reinkommt oder ob da eine Wechselspannung reinkommt. Und es ist sogar völlig egal, ob die Wechselspannung 16 2 Drittel Hertz hat oder ob die 50 Hertz hat. Das ist wurscht. Also war das soweit normalerweise kein Problem. Ja. Wer hat denn noch die 3000 Volt? Der Italiener. Einer meiner Lieblingsverwaltungen, FS. Da kann man wundersame Sachen erfahren. Mir fällt da spontan ein die Einführung der WVMZ 185, als die kam. Das war ja so die Alternative zum BPMZ, zum Pullmanwagen, also zum Großraumwagen, zum 291, 290 und so weiter und Unterbaugruppen. Und dann war man so vermessen und hat die eingestellt in den Italienverkehr, in den Mailand-Express von Dortmund.
Die Wagen kamen wieder und hatten einen total zerstörten Wechselrichter. Und dann hat man sich immer gefragt, warum gehen denn die Wechselrichter in die Luft? Ja, das lag daran, dass sich der Italiener nicht daran gehalten hat. Er hatte also tatsächlich am Brenner, bekanntlicherweise ist das eine sehr steile Strecke, Einspeisespannungen bis zu 4400 Volt. Und dafür waren die Bauteile in den Wechselrichtern nicht ausgelegt. Die Folge davon war, dass man diesen Fahrzeugen erstmal ein Italienverbot auferlegt hat. Ja, so kann das kommen, wenn sich die einzelnen Verwaltungen nicht an die vorgegebenen Grenzwerte halten. Na, war so wie bei der McLean-Eisenbahn, wenn die Lok den Berg nicht raufkommt, dann drehe ich einfach den Trafo ein bisschen weiter auf und dann wird das schon funktionieren. Auch jetzt habe ich was gesagt, McLean-Eisenbahn. Man kann auch Roco Fleischmann und andere Pico fahren und so weiter und so weiter. Fiel mir nur so gerade spontan ein, will ich keinem zu nahe treten. Ich habe übrigens auch alles. Ich habe Trix, ich habe McLean, ich habe Roco, ich habe Fleischmann, ich habe Pico, ich habe Lenz. Da fällt mir jetzt noch ein Brava, habe ich auch. Also insofern bin ich da ganz offen. Gut. Ja, diese Spannungen stehen am Langträger im sogenannten Konventionsraster. Das heißt also, man kann erkennen, außen kann der Wagen das. Und das wäre jetzt hier in Deutschland der klassische Einspanner. Klar. Und das wäre der sogenannte Mehrspanner. Also der Wagen, der eine Mehrspannungsheizung besitzt. Jo. Jetzt gibt es ein paar kluge Leute, die haben sich gedacht, wie können wir das jetzt realisieren, dass wir eine Heizung konstruieren, die mit all diesen Spannungen klarkommt. Und da ist man auf eine gute Idee gekommen. Man hat also gesagt, wir betrachten jetzt mal einen Heizwiderstand. Das Schaltbild für einen Widerstand dürfte allgemein bekannt sein. So sieht das Schaltbild aus. Jetzt sehe ich den Widerstand. Ja, für welche Spannung lege ich den aus? Und dann kam man auf die Idee, Moment, wenn wir jetzt eine Teilspannung nehmen, denn diese Spannungen, wenn ihr euch das mal anschaut, die sind im Prinzip gut teilbar, und zwar durch 500. Und dann kam man auf die Idee, wenn ich jetzt 500 Volt pro Widerstand rechne, also Spannung an den Klemmen des Widerstandes. Und ich nehme den zu 500 Ohm. Also ich mache dann 500 Ohm Widerstand raus. Dann fließt hier, nach dem Ohmschen Gesetz, U gleich R mal I, kann man ganz einfach ausrechnen, Taschenrechner zur Hand, fertig, 1 Ampere. Gut. Und wenn wir jetzt sagen, das ist ein Normwiderstand, der hat erstmal wie viel Leistung? Gute Frage. Da haben wir wieder die Formel P gleich U mal I. Mach's mal so in alter Schreibweise. Ja, was haben wir da? 500 Volt mal 1 Ampere sind 500 Watt. Das ist schon eine ganz ordentliche Leistung. Okay. Kann man schon eine Menge mitmachen. Das heißt, zwei in Reihe sind 1000 Watt, sind 1 Kilowatt. Das sieht schon ganz gut aus. Und da war eine gute Idee geboren. Denn jetzt malen wir das mal auf einen anderen Zettel. Ich nehme mal als erstes Beispiel jetzt. Entschuldigt, wenn ich nicht so ganz gleichmäßig zeichne. Ich bin kein sehr guter Zeichner. Muss ich auch nicht sein. So. Ah, jetzt wird dann Schuh draus. Jetzt bin ich ganz pfiffig und lege die drei parallel. Und jetzt habe ich 500. 500 macht 1000. Okay, 3 parallel. Bleibt bei 1000 Volt. Aber ich habe hier in dem Zweig einen höheren Stromfluss, weil sich die Ströme aufteilen zwischen I
I1, I2, I3, I Gesamt ist I1 plus I2 plus I3. Also habe ich hier schon eine satte Leistung. Wir haben jetzt 1, 2, 3 Kilowatt schon. Ne? Wir haben ja gesagt, pro Strang 1 Kilowatt. Das ist schon ganz ordentlich. So, jetzt bin ich schon ein ganzes Stück weiter. Aber was muss ich denn jetzt machen, wenn ich im 1500 Volt Betrieb bin? Das ist eine ganz gute Frage. Was mache ich, wenn ich im 1500 Volt Betrieb bin? Ja, dann schalte ich 3 in Reihe. Dann nehme ich 3 Stück. Zack. Und dann habe ich entsprechend So. Und schon bin ich geeignet für 1500 Volt. Also hier haben wir 1000 Volt. Hier haben wir 1500 Volt. Okay. Wie ist es mit der Leistung? Bleibt gleich. Auch hier haben wir unsere 3 Kilowatt. Jetzt haben wir noch das Problem mit den 3000 Volt. Ja. Und da wird es ganz simpel. Da trenne ich hier einfach auf und mache hier und hier den Eingang. Das bleibt, das kann ich auflösen. Und dann habe ich 500, 500, 500, 1500, 500, 500, 500, 1500. Und wenn ich das hier trenne und hier einspeise und hier rausgehe, dann habe ich die Gruppierung, so heißt das, die Gruppierung für 3000 Volt. Auch hier bleibt die Leistung gleich, es bleibt bei 3 kW, weil in dem Stromkreis fließt wie viel? 1 Ampere bei 3000 Volt macht 3 kW. Wie macht man das Ganze? Es gibt eine sogenannte Spannungswähleinrichtung, ein Nockenschaltwerk, das entsprechend der ausgewerteten Spannung die Widerstände so gruppiert. Ja, das ist eine Mehrspannungswähleinrichtung. Und jetzt noch zur Ergänzung mal eine Warmwasserheizung betrachtet. Die Warmwasserheizung besteht aus insgesamt 36 dieser Widerstände. Nein, Entschuldigung, Quatsch. 72 Widerstände. 72 mal 500 Watt ergibt 36 kW. Das ist die Leistung einer solchen Heizung. Und die werden in eine Wasserkiste gesenkt, wie ein Tauchsieder, wo man den Kaffee mitmacht oder den Tee. Und dieses Wasser erhitzt sich und steigt über Schwerkraft auf, eine sogenannte Schwerkraftheizung, und geht durch die Heizkörper der einzelnen Abteile, erwärmt die Abteile und kommt abgekühlt zurück unten in den Kasten, wird dort wieder erwärmt und beginnt den Kreislauf von neu. Das System hat einen Ausgleichsbehälter, hat eine Rückfüllpumpe aus dem Ausgleichsbehälter, und diese 72 Widerstände, diese REC-Normwiderstände, werden von der Spannungswähleinrichtung entsprechend so gruppiert, dass sie für diese 3 unterschiedlichen Spannungen entsprechend eingestellt sind. Noch eine Geschichte zum Schluss. Warum hat man Wagen mit Warmwasserheizung versehen? Das ist gar nicht so schwer zu beantworten. Wir erinnern uns an die berühmten Kurswagen. Das BZ Aminen hat damals ganz klar gesagt, ein Kurswagen kann schon mal bis zu einer halben Stunde irgendwo in einem Bahnhof stehen und seinen Anschlusszug warten. Und das Negative bei den N-Wagen war, bei der elektrischen Heizung, die Wagen kühlen sehr schnell aus. Das wiederum war bei der Warmwasserheizung nicht der Fall. Die Warmwasserheizung hielt doch recht lange, natürlich abhängig von der Außentemperatur, durch diesen Wasserkreislauf und durch dieses erhitzte Wasser, die Raumtemperatur, und damit war ein Abkühlen der Wagen innerhalb von einer halben Stunde nicht zu erwarten. Aus diesem Grund hatten also alle
Wagen für den weiteren Verkehr, gerade die M-Wagen, eine Warmwasserheizung. Das war nach dem Krieg der Grund für diese Heizungsbauart. Und wie gesagt, es gab N-Wagen auch damit für den grenzüberschreitenden Verkehr. Wir hatten in Duisburg mehrere beheimatet. Es waren besondere Bauformen, es waren seltene Fahrzeuge, aber es hat sie gegeben. Und daher ist auch jetzt ein Ausflug in diesem Bereich gestattet oder sei gestattet. Prima, dann haben wir jetzt erstmal so ein bisschen theoretische Grundlagen bequakert und jetzt geht es dann irgendwann weiter, wenn ich wieder Lust habe, mit der ELHZS beim N-Wagen und der interessanten Schaltungstechnik, wie das da in den Abteilen weitergeht mit der Regelung und mit den Reglern und mit der gesamten Elektrik. Ja, das war ein bisschen was Längeres. Ich hoffe, es war interessant, auch für junge Eisenbahner, die ja mit diesem System nicht mehr so in Kontakt kommen. Aber wer einmal die Grundlagen beherrscht, ist meine Erfahrung, der ist immer gut mit vorne dabei. Ja, in diesem Sinne, gute Zeit, schönes Wochenende, bis dahin, tschüss.